Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeisterbasis-Qualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2009 im Herbst mit der Aufgabe 4. Bei der Aufgabe 4 geht es um ein Auto, das mit voller Leistung abbremst. Und auch hier mache ich mir kurz eine Skizze, die den Sachverhalt in gegeben und gesucht beschreiben soll. Das Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h, also V sind 60 km pro Stunde, bremst mit allem, was ihm an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Der Reibwert μ zwischen den Rädern und dem Asphalt beträgt nach Aufgabenstellung 0,8. Und das ist alles, was gegeben ist. Nein, darüber hinaus wird uns noch die Masse von dem Auto gegeben. Und die Masse sind 1600 Kilogramm für den PKW. Ja, die Fragestellung A wäre: Welche Zeit verstreicht, bis das Auto zum Stillstand kommt? Also die Bremszeit, wenn man so will. Bremszeit von V gleich 60 km pro Stunde auf 0 km pro Stunde. Dazu mache ich mir kurz ein VT-Diagramm, um nochmal den Sachverhalt für mich zu verdeutlichen.